Die DHV-News von Freitag, den 13. Januar 2023. CSU, Kinder statt Cannabis. Kurzmeldungen. Herzlich willkommen bei den DHV-News. Diesmal haben wir wieder die sprachlich problematischen US-Staaten Connecticut und Missouri dabei im Programm und auch zum ersten Mal die Rubrik Kurzmeldungen am Ende der News. Die Vorbemerkungen sind gleich geblieben wie gehabt und da habe ich diesmal den Hinweis, dass wir am Sonntag, 15.01. nochmal einen Livestream machen hier im YouTube-Kanal mit Spendengala Blinky Blinky. Da werden wir nochmal live die letzten PayPal-Spenden zählen, vielleicht noch viele letzte PayPal-Spenden. Auf jeden Fall am Sonntag, am 15. endet ja unsere Spendenkampagne. Alles, was bis dahin eingeht, wird im Spendenbarometer auf unserer Homepage mitgezählt. Aber dann ist vorbei. Ja, insofern ist das hier auch die letzte DHV-News-Ausgabe, wo ich nochmal aufrufe zu spenden. Und das kommt jetzt als erstes Thema, der Endspurt der Spendenaktion. Ich hatte ja schon erwähnt, dass das tolle Ergebnis vom letzten Jahr, dass die Latte so hochgehängt hat mit fast 180.000 Euro, auch durch eine einzelne rekordmäßige Großspende eines privaten Spenders zustande gekommen ist von 36.000 Euro. Und dieser eine Spender hat jetzt wieder zugeschlagen und diesmal sogar 42.000 Euro in den Topf geworfen. Unglaublich, neuer Rekord einer privaten Einzelspende. Vielen Dank an der Stelle auch von mir persönlich für das Vertrauen, dass wir beim Handverband mit dem Geld so umgehen, dass es optimal für unsere Legalisierungsarbeit eingesetzt wird. Dafür stehe ich sozusagen auch mit meinem Namen und bedanke mich dafür natürlich auch bei allen anderen 2.574 Spendern und den neuen Mitgliedern, die in dem Zeitraum jetzt beigetreten sind, für dieses Vertrauen, diese Unterstützung. Wir haben bis jetzt dann doch 118.325 Euro zusammengekriegt bisher. Ja. Also die 100er Marke hat der Edelspender ja, souverän geknackt sozusagen. Wir sind jetzt auf einmal bei zwei Drittel des Spendenziels angelangt, ja, mit einem riesigen Schritt. Ganz klasse. Und jetzt sind eben noch diese drei Tage übrig bis zum Sonntag. Die letzten Banküberweisungen werden dann noch später eingetragen. Ja, Montag kommen dann erstmal die normalen PayPal-Spenden und so weiter dann in den Counter rein. Aber nicht wundern, wenn der noch mal ein paar Mal aktualisiert wird. Da kommen ja dann vom Wochenende noch ein paar Banküberweisungen dazu, die Montag erst eingehen. Und auch neue Mitglieder werden dann vielleicht noch ein, zwei Tage später eingebucht, bis dann das amtliche Endergebnis dann wirklich da ist. Und da werden wir auch noch mal einen kleinen Bericht dazu schreiben. Ja, und dann habt ihr hier wieder ein bisschen Ruhe vor den ganzen Spendenaufrufen. Ja, ihr habt bestimmt schon wieder jetzt genug davon. Ja, aber das gehört halt zum Handwerk sozusagen und danach wieder Ruhe. So, jetzt aber die gesellschaftliche Grundsatzdebatte über die geplante Legalisierung ist voll im Gang jetzt wieder. Obwohl das jetzt eigentlich keine richtige Nachricht ist. Ja, es gibt keinen großartigen Neuigkeitswert von dem, was ich jetzt hier erzähle. Das hat auch ein bisschen was von Kasperletheater irgendwie. Aber trotzdem, das, was jetzt in Medien passiert und was sich da auch auf Twitter abbildet, wieder, ja, wird ja viel diskutiert, inwieweit Twitter relevant ist, politisch und so weiter. Aber tatsächlich, ja, da kann man das alles nachlesen sozusagen und finden, diese Debatte, das ist der finale Kulturkampf, glaube ich, ja, um die Legalisierung von Cannabis in Deutschland. Die Gegner kommen, geben nochmal alles, ja, gehen mal richtig rein irgendwie und es ist richtig Showdown-Feeling quasi. Und ich hatte ja letzte Woche berichtet, dass die Grünen Druck machen, dass Minister Lauterbach den Gesetzentwurf so schnell wie möglich vorlegen soll. Und diese Woche ist die FDP mit genau der gleichen Forderung in den Medien gewesen, zigmal zitiert worden, zigmal geteilt worden von diversen Medienhäusern. Obwohl auch das keine Neuigkeit ist, ja, das haben sie auch schon vor 6 Wochen gefordert, auch zusammen mit den Kollegen Wegge und Heidenblut von der SPD, alle zusammen haben sie Lauterbach auch aufgefordert, schnell den Gesetzentwurf zu liefern. Und insbesondere die CDU hält in der Debatte dagegen. Also werden die wildesten Argumente erfunden, ja, von der Union. Und es kommt mir ein bisschen vor wie bei der AfD mittlerweile, die ja insbesondere in der Anfangszeit bei jedem Thema versucht hat, egal worum es ging, das irgendwie mit der Ablehnung von Ausländern in Verbindung zu bringen, ja, so ein bisschen manisch. So, und so einen Eindruck habe ich mittlerweile auch von der Union. Egal worum es geht, ja, die versuchen irgendwie ihren Kampf gegen Cannabis da reinzuwurscheln. Und so war das jetzt auch im Zusammenhang mit den Krawallen in der Silvesternacht. Nur warum bricht die Jugendgewalt in manchen Städten so ungehemmt aus wie etwa in Berlin?
Ein Grund aus Sicht der CDU, ein nachlässiges Auftreten des Staates, etwa im Umgang mit Drogen. Also diese These, dass Cannabis da irgendwie mit dran schuld ist an diesen Krawallen in der Silvesternacht, hat auch ein Polizeivertreter diese Woche rausgehauen. Aber das spare ich mir jetzt, das könnt ihr im Update vom Kollegen Konstantin euch nochmal angucken. Ich will hier nicht so sehr von der Union ablenken, denn es geht in dem gleichen Tagesschaubericht, wie gerade eben zitiert, gleich weiter mit dem Innenminister von Sachsen, Armin Schuster. Und der sagt unter anderem zum Umgang mit kleinen Drogendelikten: Wer milde in der Strafverfolgung zeigt, statt null Toleranz, der erzeugt eine Respektlosigkeit gegenüber diesem Staat bei den Menschen, die wir jetzt erlebt haben, und der verliert auch Kontrolle. Und der Gegenwind von CDU-Ministern kommt quer durch alle Bundesländer. Also da, wo die CDU an der Regierung beteiligt ist, ja, wo es überhaupt Minister gibt, da kommen überall, jetzt eben auch aus Sachsen mal zur Abwechslung, diese Bemerkungen, ja, dass auf gar keinen Fall Cannabis legalisiert werden darf. Und das macht nicht unbedingt gute Hoffnung, dass die CDU in irgendeiner Weise kompromissbereit sein wird, wenn dann irgendwann das Legalisierungsgesetz in den Bundesrat kommt. In Bayern sind Wahlen demnächst. Ja, gerade die Bayern scheinen das auch als Wahlkampfthema irgendwie jetzt voll mitgenommen zu haben, um irgendwie genau zu klären, von wem sie jedenfalls nicht gewählt werden wollen, ja, nämlich von euch. Die treiben es also besonders wild und die haben sich jetzt PR-Anleihen geholt, ja, also Anregungen beim ehemaligen Zukunftsminister unter Helmut Kohl, Jürgen Rüttgers. Den sehen wir hier mit einem Statement aus dem Jahr 2000. Der Experten beseitigen. Mit dem Wort, dass es richtiger ist, unsere Kinder an die Computer zu bekommen, statt jetzt Inder, die eine Computerausbildung schon haben, aus den Ländern der dritten Welt hier zu uns zu holen. Mit dieser Aussage, finde ich, beschreibt man den Zustand richtig. Ja, also vor dieser Bemerkung war Rüttgers Zukunftsminister bei Kohl. Danach war er dann Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, der gute Mann. Und das hat die CSU nun aufgegriffen. Kinder statt Cannabis, das wäre der Auftrag für Lauterbach an der Stelle. Die CSU hat tatsächlich wortwörtlich den Spruch dann gepostet auf Twitter: Kinder statt Cannabis. Es ist nicht zu fassen. In Anlehnung an diesen total verunglückten Inderspruch der Union von vor über 20 Jahren. Und nach diesem ganz offensichtlich populistischen Unsinn, den die dargebracht haben, versucht jetzt die CSU aber auch vielleicht für eine andere Zielgruppe dann mit weniger offensichtlich populistischem Unsinn. Und zwar hat der Gesundheitsminister Klaus Holecek aus Bayern sein Ministerium eine Pressemitteilung raushauen lassen, veröffentlichen lassen mit folgendem Inhalt. Die Zahl der Psychosen wegen Cannabis hat sich in Bayern vervierfacht. Das ist die Grundlage sozusagen der Argumentation. Also hat sich vervierfacht unter den Bedingungen der extremen Repression gegen Cannabiskonsumenten in Bayern. Ja, im Rahmen der Prohibition in Bayern, kein Land ist so heftig unterwegs in Sachen Verbot wie Bayern innerhalb von Deutschland. Und in diesem Zusammenhang, ja, in diesem Setting ist das Thema Psychosen wegen Cannabis vervierfacht. Die Problemfälle sind also stark angestiegen und sie belasten das Gesundheitssystem. Ja, großes Problem. Und deshalb darf Cannabis auf gar keinen Fall legalisiert werden, weil es gnadenlos gescheitert ist, was die Union da macht. Die CSU in Bayern macht mit ihrer extremen Repression, hat auch die Psychosefälle nach oben getrieben und deswegen darf Cannabis nicht legalisiert werden. Ja, das ist die Logik der CSU. Aber es soll erstmal nach Fakten klingen. Ja, im Gegensatz zu dem Kinder statt Cannabis, wo steht ja fast schon Stammtisch oben drüber. Ja, da lachen sich dann die betrunkenen CDU-Wähler am Stammtisch drüber kaputt. Hier ist das dann eher so vielleicht so als Argument gedacht. Ja. Dabei haben gerade wieder Forscher der Universitäten aus Minnesota und Colorado eine Studie veröffentlicht und sind zu dem Schluss gekommen, dass die Psychosefälle im Zusammenhang mit Cannabis in US-Staaten, die Cannabis legalisiert haben, nicht häufiger vorkommen. Ja, Legalisierung führt nicht zu mehr Psychosefällen. Per Studie von mehreren Universitäten jetzt nochmal nachgewiesen. In Bayern gibt es mehr Psychosefälle wegen Cannabis. In einem Bundesland, wo ein massiver staatlicher Verfolgungsdruck ja auch stattfindet, ja, mit Hausdurchsuchungen morgens um 6 Uhr auf einmal 5 Robocops ums Bett rumstehen, mit erniedrigender Behandlung von Leuten, die sich vor der Polizei ausziehen müssen, wo Genitalien untersucht werden, nach dem letzten Krümel Hasch vielleicht in allen Körperöffnungen, wo ein Schwarzmarkt per Prohibition entsteht,
wo Cannabiskonsumenten, Hunderttausende von bayerischen Cannabiskonsumenten der Gefahr ausgesetzt sind, dass sie Chemiedrogen auf ihrem Gras aufgetragen kriegen, ohne das zu merken, ja, dass sie ganz anderes konsumieren als Cannabis eigentlich. Und da steigen die Psychosefälle. Deswegen will Bayern nicht legalisieren. Ist echt nicht zu fassen. Es sind keine Fakten, die die CSU da bringt. Das ist vollkommen unlogische Verdrehung der Tatsachen. Don't be so overly dramatic about it, Chuck. They're giving alternative facts. Ja, und um das noch zu toppen, hat das Ministerium selbst noch getwittert, dass der Minister Holecek Herrn Lauterbach zu mehr Sachlichkeit in der Debatte auffordert. Ja, mit genau dem Argument, dass die Fakten auf gar keinen Fall für Legalisierung sprechen. Wie immer, Söder ist dann auch noch mit reingegangen und hat dann noch hinterher getwittert, die Legalisierung von Drogen ist ein Irrweg. Da hat er sich nicht um Argumente bemüht, hat er mir mal so rausgehauen. Lauterbach wiederum hat umgehend das zurückgewiesen auf Twitter und so ein Stuss geschrieben. Ja, genau, da hat er mal recht zur Abwechslung. Aber das ist der CSU egal. Mit den alternativen Fakten hat ja bei Trump auch super funktioniert. Ja, der hat ja dann durchgezogen, seine ganze Präsidentschaft lang und sich ja, die Fakten halt so hingedreht, wie dem passt. Wiederum gab es dann auch noch Beiträge zu dem Thema von Frau Lüttke und Frau Wegge, FDP und SPD im Bundestag. Die sind beide aus Bayern und ärgern sich eben, dass in ihrem Heimatland dermaßen unsinnig gegen die Legalisierung debattiert wird oder argumentiert wird, in Anführungszeichen. Ursprung dieser neuen Debatte ist übrigens ein Papier, das die CSU-Mitglieder im Bundestag bei ihrer Klausurtagung in Bad Seeon geschrieben haben. Ja, und im Kapitel dieses Papiers entschlossen für mehr soziale Gerechtigkeit, steht da drüber, sprechen sie sich strikt gegen die Legalisierung von Cannabis aus. Könnt ihr alles nachlesen in der Videobeschreibung, da sind die Quellen wie immer drin. Nicht überraschend, trotzdem erwähnenswert, dass die Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft BDZ gegen die Legalisierung ist. Das erwähne ich hier nur, weil die bisher nicht aufgetreten sind in der ganzen Debatte. Ja, ansonsten sind ja viele Polizeigewerkschaften massiv gegen Legalisierung, ständig am Wettern. Ja, jetzt also auch die BDZ. Und es sind die üblichen kruden Argumente in dem Statement vorhanden, dass die Polizei ja zum Beispiel gar keine Arbeit einspart, ja, weil der Schwarzmarkt, der kann ja eh nicht verdrängt werden, sagen die. Und außerdem muss ja dann zusätzlich die legale Lieferkette genauestens kontrolliert werden und zuständig müsste auch sein, wer die Lizenzen vergibt, dann auch für die Kontrolle. Es wird moniert, dass das noch gar nicht feststeht, ja, wer die Lizenzen vergeben soll. Stimmt natürlich, muss noch geklärt werden. Und dann sagen sie mal vorsorglich, wenn der Zoll das machen soll, dass sie dann auch mehr Personal brauchen. Ja, ich denke, darüber kann man bestimmt reden, ja, wenn das ganze Problem ist, ja, ein paar Stellen für die Kontrolle der Lieferketten, das wird wohl machbar sein. Dann haben wir auf unserer Seite einen ausführlichen Artikel über die neuesten Daten aus Kanada. Da erhebt der Staat ja seit der Legalisierung 2018 jede Menge Daten per Umfrage und so weiter, um eben die Auswirkungen der Legalisierung zu tracken, ja, eben messen zu können. Und das Ergebnis ist wenig dramatisch, ja, brauche jetzt gar nicht furchtbar viel zu erzählen. Nur ein paar Facts sozusagen, die Hauptpunkte. Der Schwarzmarkt wird weiter zurückgedrängt. Ja. So viel zum Argument von gerade eben der Polizei, dass der Schwarzmarkt nicht zurückgedrängt wird. Das funktioniert weiterhin. Geht natürlich nicht wie mit dem Lichtschalter von 100% auf 0%, sondern ist ein stetiger Prozess. Mittlerweile ist noch ungefähr ein Drittel übrig des Schwarzmarktes seit 2018. Aber es geht stetig weiter, dieser Prozess, Richtung legaler Markt. Und unter Jugendlichen ist die Verbreitung des Konsums jetzt wieder unter den Stand von vor der Legalisierung gefallen. Ja, also zurück auf los. Es hat keine Zunahme des Konsums dauerhaft bei Konsumenten, jugendlichen Konsumenten gegeben. Nicht erwachsene Konsumenten konsumieren jetzt nicht mehr als vor der Legalisierung. Es gibt nicht mehr davon. Und das Einstiegsalter ist gestiegen. Ja, die Leute sind vorsichtiger, die fangen nicht so früh mehr an in Kanada. Und das Problem- und Risikobewusstsein in Bezug auf die Gefahren und Risiken des Cannabiskonsums sind gestiegen. Mehr Menschen sind sich bewusst, dass man eine psychische Abhängigkeit entwickeln kann, zum Beispiel von Cannabis und andere Risiken. Sind jetzt viel mehr, denen das bekannt ist. Vermutlich vor allen Dingen durch staatliche Aufklärungskampagnen, die doch zumindest viele Konsumenten auch wahrgenommen haben. Es passiert also genau das Gegenteil von dem, was die CSU da ins Feld führt, was die behaupten. Ja, die alternativen Fakten, die raushauen, lassen sich nicht bestätigen, wenn man wirklich mal in die Länder schaut.
wo tatsächlich Cannabis legalisiert wurde. Mehr dazu im Artikel auf der DHV-Seite. So, und dass derzeit die Registrierung des Eigenanbaus, also für den privaten Eigenkonsum in Missouri, eröffnet wurde, ist erwähnenswert, weil laut Quelle das der einzige US-Staat ist bisher, der für den privaten Eigenanbau überhaupt eine Registrierung erfordert. Alle anderen, ja, darf man so anbauen, ohne dass man sich da irgendwo anmelden muss. Aber wenn wir schon mal gerade dabei sind, für die deutsche Debatte ist ja dann immer, sind die Details ja ganz spannend. Und bei der Zahl der Pflanzen, auch hier wird die Deckelung wieder nach der Zahl der Pflanzen geregelt. Es gibt die Erlaubnis für sechs weibliche blühende Pflanzen, sechs nicht blühende Pflanzen über 14 Inches, ja, so mittelgroße Pflanzen, die noch nicht blühen, und nochmal sechs Klone unter 14 Inches, jeweils für den nicht kommerziellen Nutzen natürlich, klar. Aber ja, sind also insgesamt 18 Pflanzen, die man haben darf, drei davon in Blüte und die anderen zum stetigen Nachzüchten. Damit dürfen die meisten Grower wohl klarkommen, ja, außer wenn sie jetzt noch eine breitere Sortenvielfalt haben wollen, na, da muss man vielleicht doch mal ein bisschen zukaufen im Laden. Außerdem wichtig bei der Regelung in Missouri, dass da auch die Grower ein bisschen was von der Ernte verschenken dürfen. Also bis zu 3 Unzen im Jahr, knapp 90 Gramm, dürfen an Freunde verschenkt werden, wenn man halt mehr angebaut hat, als man selber braucht oder wenn man halt gerne was verschenkt. Ja. Grower neigen ja auch dazu, da rumzunörden sozusagen, ja, oder ihr Hobby zu teilen mit anderen, die eben auch anbauen. Man hat vielleicht jeder eine andere Sorte. Auch so kann man dann dem Bedarf nach mehr Sortenvielfalt begegnen, dass halt verschiedene Freunde verschiedene Sorten anbauen und dann bis zu 90 Gramm kann man halt untereinander tauschen. Es darf nur kein Geld den Besitzer wechseln, also kein kommerzieller Verkauf stattfinden. Verschenken ist in Ordnung. Und das ist ein Thema, was ich auch hier in Deutschland als Sachverständiger bei den ganzen Hearings und so weiter regelmäßig mal einbringe. Ich glaube, war ja der Einzige, der damit angekommen ist, von wegen, es muss auch möglich sein, Cannabis legal zu verschenken an Freunde und so weiter. Es muss auch möglich sein, meinetwegen aus dem Urlaub mal ein Mitbringsel jemandem zu geben. Ja, wenn man da, was weiß ich, in Freiburg beim sonnigen Nischengrower gewesen ist und da ein paar Gramm mitgebracht hat für Freunde, da muss man einfach mal verschenken dürfen. Ja? Mal sehen, ob das hinhaut. Ich hoffe sehr. Alles andere wäre irgendwie auch albern, wenn man dann verknackt wird, wenn man ein paar Gramm verschenkt hat. So, und jetzt kommt die Rubrik Kurzmeldungen. Ja, da habe ich aber jetzt gar nicht großartig Aufzeichnungen zu. Die Polizei in Hamburg hat einen Flyer rausgebracht und Informationen auf ihrer Homepage zum Thema CBD-Produkte in Lebensmitteln und hat Falschbehauptungen gebracht da. Einerseits sage ich ja hier auch immer wieder, nach geltender Rechtslage sind CBD-Blüten verboten, wenn die an Endkonsumenten verkauft werden. Das sehen ja viele in der Szene anders, da werde ich auch viel für beschimpft sozusagen von Händlern und so weiter. Aber ja, bis jetzt hat halt kein Händler einen Prozess gewonnen. Der Bundesgerichtshof sagt, die sind illegal, die Blüten. Kann man sich mit berauschen, der Missbrauch ist nicht ausgeschlossen. Das ist zwar Unsinn, aber das Recht, der Stand der Dinge. Aber die Polizei in Hamburg sagt jetzt auf einmal, sämtliche unverarbeiteten Pflanzenteile von Cannabis sind illegal im Handel sozusagen. Egal, ob die zu Rauschzwecken missbraucht werden können oder nicht. Also zum Beispiel auch Hanfblättertee, um ein einfaches Beispiel zu nennen, oder auch alles andere, wo irgendwie ein Hanfpflanzenteil irgendwie unverarbeitet mit dabei ist. Es käme nicht auf den Rauschzweck an. Das ist aber Quatsch. Ja, der BGH hat ausdrücklich ja darauf hingewiesen, dass es um den Missbrauch zu Rauschzwecken geht und dass der möglich ist bei den CBD-Blüten bei 0,2% THC. Ja, das ist zwar Quatsch, aber darum ging es ja überhaupt in dem Urteil. Und wenn der Missbrauch zu Rauschzwecken nicht möglich ist, ja, dann sind die Blüten auch nicht verboten. Ja, oder die anderen Pflanzenteile, Hanfblättertee. Deswegen ist Hanfblättertee eben nicht verboten im Vergleich zu den Blüten. Also hat die Polizei in Hamburg was falsch verstanden. Das Bundesverfassungsgericht hat zwei neue Personalien sozusagen. Ja, da sind zwei Richter gegangen, in Rente gegangen, zwei neue nachgekommen, auch Konservative ausgetauscht worden sozusagen. Und zwar in dem Senat, der über die Legalisierung von Cannabis entscheiden soll. Oder über die Entkriminalisierung, wie auch immer, über die Fälle, die da jetzt schon seit Jahren liegen, von Richter Müller aus Bernau und anderen, die darauf warten, dass endlich das Bundesverfassungsgericht dazu urteilt. Ja, angekündigt war das ja schon für letztes Jahr, hat nicht stattgefunden. Scheinbar konnten die sich da nicht einigen oder die warten jetzt erstmal ewig, was in der Politik passiert. Es gibt keine Fristen, aber vielleicht kommt ein bisschen mehr frischer Wind jetzt wieder da rein mit ein paar neuen Gesichtern, Richtern.
Dann haben wir einen Aufruf vom SCM, dem Patientennetzwerk, und die beziehen sich auf diese GBA-Richtlinien, die zwar noch im Fluss sind sozusagen, ja, das ist aber jetzt kein unmittelbares Problem, aber es könnte eins werden. Ne? Also diese Vorschläge, die da gemacht wurden, waren ja doch an vielen Stellen recht repressiv. Zum Beispiel, dass Hausärzte kein Cannabis mehr verschreiben sollen. Und die rufen jetzt dazu auf, eben Politiker anzuschreiben, mit Musterschreiben und so weiter, mit Vorschlägen, wen man anschreiben kann und so weiter. Infos dazu in der Videobeschreibung. Dann soll in Deutschland bald die Höchstmengenregelung für BTM fallen. Das ist eigentlich eine Geschichte, die sich bezieht auf Substitutionsmedikamente. Während Corona-Lockdown konnten eben Opiatabhängige nicht so einfach mehr ihre Substitutionsmittel ständig in der Praxis bekommen. Und da wurde gesagt, okay, kannst du auch was mehr mit nach Hause nehmen und so weiter. Aber da kann eben mehr verschrieben werden als vorher. Es gibt keine Höchstmenge mehr in dem Sinne für BTM-Rezepte. Und davon profitieren letztendlich dann auch Cannabispatienten mit einem hohen Bedarf. Bisher war es zumindest bei den Blüten so, dass nicht mehr als 100 Gramm Blüten pro Monat verschrieben werden durften. Und wenn doch, dann zumindest ausdrücklich begründet werden musste, warum jetzt der Patient mehr braucht, mehr Aufwand, Stress für den Arzt, macht er im Zweifelsfall nicht und so weiter. Das fällt weg. Gut für Patienten mit hohem Bedarf. Und dann haben wir nochmal Shop-Eröffnungen in den USA, in Connecticut und in Detroit in Michigan, auch eine bekannte Stadt für die Autoindustrie und für den Techno. Auch wenn Berlin nochmal die bessere Techno-Stadt ist, aber ja, Detroit ist dafür auch bekannt und hat jetzt auch den ersten Cannabis-Laden. Und damit bin ich bei den Terminen. Die Ortsgruppen des DHV, ausschließlich Ortsgruppentreffen hier mal wieder. Die Gruppe in Oldenburg trifft sich am Freitag, den 13. heute, 19 Uhr. Das reißt man wahrscheinlich, schafft man wahrscheinlich nicht rechtzeitig, nehme ich mal an. In Berlin Treffen der Ortsgruppe Dienstag, 17. Januar. In Heidelberg ebenfalls Dienstag, 17. Januar. In Magdeburg Donnerstag, 19. Januar. In Darmstadt Freitag, 20. Januar. Nochmal Darmstadt, 22. Januar. Das erste am 20. in Darmstadt ist ein offener Hanftisch. Das zweite ein Treffen der Ortsgruppe. Das eine erste mehr für einen offenen Talk sozusagen über alles Mögliche. Das zweite für ernsthaftes Aktivistenarbeiten, glaube ich. Dann noch das Treffen der Ortsgruppe in Würzburg, Freitag, 27. Januar. Das war's mal wieder für heute. Liked dieses Video am besten und den Kanal abonniert ihr und drückt die Glocke. Und das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.